Boeing verhagelt SGL-Carbon das dritte Quartal. Die Probleme des Flugzeugherstellers Boeing mit seinem Langstreckenflugzeug Dreamliner machen auch dem deutschen Zulieferer SGL-Carbon zu schaffen. Boeing schafft nicht die ursprünglich geplanten Auslieferungen des Flugzeugs. Das heißt, dass die Lieferverträge mit SGL-Carbon nicht mehr so werthaltig sind wie bislang gedacht. SGL-Carbon muss im dritten Quartal deshalb eine Abschreibung über 55 Millionen Euro verbuchen. Dennoch hat SGL ein positives EBIT erzielen können. Details nennt das Unternehmen am 8. November. Centrotherm will sich mit Kapitalschnitt retten. Anschließend will der angeschlagene Solarspezialist eine Kapitalerhöhung durchführen. Die Rückkehr in die Gewinnzone strebt Centrotherm für 2014 an. Voraussetzung hierfür ist eine erfolgreiche Umsetzung der geplanten Umstrukturierung. Außerdem baut Centrotherm auf einen deutlichen Anstieg des Marktes für Produktionstechnik für die Photovoltaikindustrie. Anleger zeigten sich durch die Mitteilung nur bedingt erschüttert. Dollarstärke und Preiskampf bremsen Novartis. Probleme bei der Generika-Tochter Sandoz und die Konkurrenz für bisherige Kassenschlager haben dem Schweizer Pharmakonzern Novartis im dritten Quartal zugesetzt. Auch der starke US-Dollar belastete das Ergebnis. Der Umsatz fiel um 7% auf 13,8 Milliarden Dollar. Unterm Strich stagnierte der Überschuss bei 2,5 Milliarden Dollar. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten wäre er um 2% gestiegen.